Moin, moin und weiter geht's auf der nordfriesischen Marsch. Vierfach Map. Ja, der MB-Truck ist gerade angekommen vom Paletten wegbringen. Und dann werden wir, wie gesagt, uns jetzt erstmal eine Stubbenfräse besorgen. Um da einfach mal jetzt gerade vor allem beim Feld Nummer 1 die ganzen Baumstümpfe, die wir da weggezuckelt, upsa, haben, mal wegzumachen, damit der Drescher da keine Probleme hat, wenn er jetzt da weiter am Dreschen ist. So. Einmal hier rein. Forstgeräte, Forstgeräte, Forstgeräte. Da haben wir es. Klitzeklein, 5000 Euro. Nicht teuer. Und da hinten steht sie. So, dann werden wir uns jetzt erstmal da wirklich um die Stubben, nee, um die Baumstümpfe kümmern. Ja, die anderen drei Fahrzeuge arbeiten mit Curseplay, sind wunderbar am Rumkurven. Ich müsste mal eins gucken bei dem hier, ob ich da sagen kann, nee. Anzahl der Durchläufe, der macht jetzt noch drei, dann müsste das eigentlich voll sein. Gut, ja, da waren wir und da machen wir jetzt weiter. So, gucken wir mal, ob wir auch die Baumstümpfe da im Gestrüpp finden überhaupt. Ich meine, wir hatten ja da, glaube ich, nur zwei oder drei Bäumchen platt gemacht. So. Also auf jeden Fall war das hier. Guck mal, da den sehen wir sogar hier. Anmachen. Weg. Gut, dann steigen wir mal aus und da ist noch einer. Gut. Müssen wir ein Stückchen vorfahren. Hallo, wo war das jetzt? Da sehe ich den. Oh. Die Hecke ist schon heftig hier. Ah. Keine Ahnung. Oh. Oh, oh, oh. Gut, den haben wir auch. So, jetzt gucken wir mal hier einmal durch die Hecke, ab durch die Hecke, oder wie war das? Da scheint jetzt bis jetzt nichts mehr zu sein. Sieht gut aus. Wie weit sind wir? Sind gleich vorne. Ja, und wenn noch was sein sollte,
wird der Drescher ja hängen bleiben. Ja. So, den mal ein bisschen hoch. Oi. Gerade machen. Und dann parken wir das Ding hier auch mal irgendwo. Jetzt kommt das hier rein. Und dann haben wir gesagt, geht es los mit Stroh. Stroh macht froh. Wir müssen eben zuerst mal gucken, dass unsere Schweinchen wieder aufgefüllt werden mit dem Stroh, weil da ist es doch schon sehr wenig. Tja, und dann. Würde ich sagen, dass wir mal eine komplette Runde mit Raps machen werden. Den brauchen wir sowohl für die Schweine als auch für die Dieselproduktion, glaube ich zumindest. Müssen wir mal gucken, was denn die Dieselraffinerie braucht. Raps oder Sonnenblumen? Ja. Also machen wir. So, aber wie gesagt, erstmal Stroh. Oh, der Vario hat durchdrehende Reifen. Ne? Da ist bestimmt wieder ein Auto im Weg gewesen und hat ihn da rüber geboxt. So, gut. Da kannst du weitermachen. Und wir machen Stroh. Ach, das ist zum Spiegel verstellen. Können wir hier auch die... machen wir mal die Scheibe auf bisschen. Oh. Ein bisschen frische Luft. Ja, und so wie es aussieht, eine Bahn und der Hänger ist voll. So, also gleich rüber zum Schweineställchen. Einmal abliefern. Das machen wir zum zweiten Mal ab durch die Hecke. So, ich hoffe, dass das hier ja geht. Gucken wir uns gleich mal an. 1, 2, 3, da. Stroh, Stroh. Ah, fast voll. Doch, ist voll. Gut. Und dann heißt es jetzt erstmal Stroh sammeln. Sammeln, sammeln, sammeln. Das wird dann in weiterer Folge zum Kompostmaster gebracht. Denn wir brauchen ja doch jede Menge Kompost für unsere Gemüse- und Obstplantage. So, Stroh abgeladen, das bisschen, was wir hatten.
So, und wie sieht's denn hier aus? Die sind alle schön am Arbeiten. Wasser wird leer. Da ist er gerade wieder bei der Bäckerei. So, und wir fangen einfach wieder hier oben an. Hauen den Tempomaten rein. Ja, und machen hier munter weiter. Ja, und wenn der gute Fendt 900 seine Wassertour beendet hat, darf der gleich loslegen mit Ansehen. Ich glaube, pflügen müssen wir noch nicht. So. Weil wenn wir dann aus dem Raps den Diesel produzieren, können wir dann eben auch in die Sand- und Kiesproduktion einsteigen, um dann eben diese Brücke mal zu bauen. Die ist ja da oben bei der, wie heißt das Ding, Zellstofffabrik, genau. Ja, dann wieg du mal schnell. So, und raus mit dem Zeugs. So, ich werde den jetzt auf Curseplay setzen. Und zwar kriegt der den Drescherkurs. Und den Abfahrerkurs hinten dran, weil ich will mich jetzt den Hofladen bzw. die Vorbereitung für den Hofladen kümmern. Das heißt im Grunde bereitstellen von den Paletten. So, Abfahrer einstellen. Du fährst jetzt einfach hier noch mal längs. So, dazu brauchen wir den hier mit der Palettengabel. Ja, komme ich hier durch? Oh. Geht. War das hier? Nein. Falsches Lager. Einmal darum. Irgendwo da hatte ich meine Palettengabel liegen lassen. Wir hatten, glaube ich, gesagt, hier wird so das Lager für den Kramer. Also müsste doch hier genau. Zack. Dann nehmen wir die noch auf. Dann schicken wir den nämlich zum... Na, nicht aufzeichnen. Was mache ich denn hier? Hey, dann schicken wir den noch runter zum Sägewerk, beziehungsweise eben zum Gemüsebereich. Hof Sägewerk. Weil da können wir dann die ersten Paletten rausholen. Da wir eben wirklich nur eine jeweils wollen, machen wir das eben so, dass wir die quasi bereitstellen und dann mit dem
Palettenwagen abholen werden. So, der fährt, dann gucken wir mal hier, der macht seine Arbeit auch. Nimmt jetzt die beiden Restwurzelchens da mit, die wir da hatten. So, gut, und dann kann der da weiter machen. Der steht noch wunderbar. Wir haben schon eine Fuhre Weizen abgeladen, auch sehr schön. Und wir haben Stroh. Dann würde ich sagen, ja, die Zeit ist ja schon wieder abgelaufen für die heutige Folge. Dann würde ich einfach mal so behaupten, machen wir hier Schluss für heute und sehen uns in der morgigen Folge frisch und munter wieder hier auf der nordfriesischen Marsch. Bis dahin, macht es gut!